Für uns geht es endlich nach Orlando. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum ersten Video der Walt Disney World Vlog-Reihe. Wir sind noch in Deutschland, wir sind gerade am Frankfurter Flughafen angekommen, haben jetzt hier unser Gepäck noch, müssen wir jetzt beim Lufthansa Gepäckabgabe abgeben und da ist die Brina. Startet auch gerade ihr Video und da haben wir ganz entspannt, wir haben super viel Zeit, sind 5 Stunden vor Abflug hier und ich muss noch Dollar abholen. Pack abgeben und dann ganz entspannt. Ja, wir sind jetzt hier bei Lufthansa bei den Gepäckanhängern. Die kann man sich jetzt selbst ausdrucken und dann einfach an den Koffer machen. Und dann gibt man die hier ab. Einfach zusammen. Machst du super. Alles Wichtige erledigt, Dollar abgeholt, Gepäck abgegeben. Jetzt müssen wir noch unseren Kaffee austrinken, schnappen noch ein bisschen frische Luft, bevor wir gleich 8 bis 9 Stunden im Flieger sitzen und dann 10? Hinflug 10? 10? Ich habe meine Switch dabei. Und was soll ich jetzt noch sagen? Also wir müssen dann drin noch ein paar Reels anfangen und so, aber wie gesagt, wir haben massig Zeit eingeplant und ganz entspannt. Ja, wir sind gut durch Security gekommen. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt nicht exorbitant lang. Und wir sind dann durch den Duty-Free-Shop gelaufen. Man läuft ja automatisch durch. Und da war da so ein netter Herr von Camel, also der Zigarettenmarke. Nicht, dass wir Camel eigentlich kaufen wollten. Und meinte, Camel hat heute ein Spendable. Und dann gab es erstmal für jeden ein Kofferband. Also wir durften aussuchen zwischen Flasche und Kofferband. Und deswegen haben wir uns alle ein Kofferband ausgesucht. Und dann gab es dann auch so ein 5-Gewinn-Ding. Einarmiger Bandit. Und jeder durfte 2-mal drücken. Und Sinan und ich hatten leider kein Glück. Dann ist Brina beim ersten Mal dran und hat 5 gewinnt. Und sie hat wirklich Apple AirPods gewonnen. 140. 140 Euro haben wir gerade geguckt, kosten die. Also sind nicht die Pro. Wir sollten nach Las Vegas fliegen. Also das ist schon heftig. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, wir sitzen jetzt hier auf unseren Plätzen, relativ weit hinten, und wir haben tatsächlich nur noch Mittelplätze bekommen. Eigentlich wollten wir gerne am Fenster sitzen, aber es ist ganz schön eng hier. Ich habe das Gefühl, es ist noch enger als draußen, oder? Also, vor allem, ich bin ja mit dem A340 im Januar geflogen, da war es viel besser. Also irgendwie ist es saueng. Ich fühle mich wie, als würde ich bei Ryanair gerade sitzen. Naja, auf jeden Fall müssen wir gerade noch Maske tragen, auf dem Rückflug wird es wieder dann anders sein. Weil ab 1. Oktober gelten ja neue Regeln. Jetzt müssen wir noch und dann in einer Woche sagt Corona, ich fliege doch nicht mehr mit. Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall freuen wir uns. Ich bin gespannt, was es zu essen gibt. Und ihr wolltet auch sehen, was es so entertainmentmäßig gibt. Ich zeige euch gleich ein paar Filme, die hier so laufen. Und ansonsten habe ich eine Switch dabei, mein Tablet. Da habe ich auch noch was runtergeladen von Disney Plus. Ja, wir kriegen die 9 Stunden 20, wie es hier steht, schon gewuppt. Mein Koffer ist wohl auch mit an Bord. Also toll, toll, toll. Ja, es gibt gleich Essen und einige von euch wollten ja so das Entertainment-Programm sehen. Was hast du gesehen, dass es ein Vorschau-Entertainment-Programm gibt? Eine Vorschau-Entertainment, ja, da gehen wir nicht drauf. Also, was ist neu an Bord? Gehen wir mal drauf. Wow. 3 Minuten könnt ihr euch, also wir gehen jetzt mal, so lange möchte ich euch das nicht antun. Also, was ist drauf? Jurassic World, ein neues Zeitalter, Downton Abbey. Den habe ich tatsächlich letztens ausgeliehen, hätte ich mal hier gucken können. Der neue Top Gun. Ansonsten die anderen sagen mir jetzt nichts. Dann gibt es natürlich ein paar Disney-Filme, Bambi. Bibi und Tina ist jetzt kein Disney, aber gibt es auch. Was für die Kinder. Encanto. Raya und der letzte Drache. Red. Ja, aber ich finde die Disney-Auswahl tatsächlich ein bisschen wenig. Ja. Mau, ja, so kann man sagen. Also Red habe ich geguckt, Encanto auch und Raya habe ich angefangen. Geht leider nicht. Ansonsten kann man hier sich noch Musik anhören. Verschiedene Alben. Jetzt kommt der
Müllmann. Dann gibt's Hörbücher. Der Müllmann. Kein Wunder, dass du schlecht gelaunt sind, wenn wir hier mitfliegen. Ja, Brina ist übrigens schon sehr genervt. Den muss ich jetzt mal fragen. Es gibt nämlich kein Internet hier und sie wollte sich unbedingt Internet holen. Ja, man kann doch sogar Spiele spielen. Guck mal, wir können was spielen. Ich wollte Sudoku spielen, geht nicht. Geht auch nicht. Nein, Sudoku geht die ganze auch. Zeit ab. Super. Gibt noch für die Kids. Genau, das sind also nur die Kids-Filme. Moment, mal gerade meinen Müll abgeben. Ja, also jetzt hier gibt es noch Podcasts. Also es gibt tatsächlich einiges, was man hier machen kann. Ich habe aber auch Filme auf mein Tablet geladen. Man bekommt übrigens auch Kopfhörer beim Flug. Man braucht keine eigenen mitbringen. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr eng hier. Wir fliegen ja mit einer 747-400 und ich fühle mich hier ein bisschen wie bei Ryanair. Also es ist sehr eng. Wenn man den Tisch noch ausklappt, hat man gar keinen Platz mehr. Naja, wir werden es überleben. Noch 8 Stunden 15. Ja, unser Essen ist da und fürs Auge ist es auf jeden Fall nichts. Es gab auch keine Auswahl. Also uns wurde einfach das Tablett einfach so hingestellt. Es ist Kürbis, Tortellini, Pasta, was auch immer. Wie gesagt, vegetarisch. Dazu gibt es einen Brie-Snack, den gebe ich gleich dem Sinan, das heißt, den mag ich nicht. Dann gibt es hier noch Dressing zu dem sehr traurigen Salat, muss ich sagen. Und irgendeinen Kuchen. Ja, also es gab nichts zur Auswahl. Komm mal hier, vor mir Mast, du darfst dich auch nicht entscheiden. Darfst dich nicht entscheiden. Wohl zu wenig Platz. Oh ja, ja, ja. Es ist wirklich, also ich sitze hier bei Brina fast schon auf dem Schoß. Unser Abendessen ist da. Wir sind noch 1 Stunde 43 bis Orlando. Und übrigens sind wir gerade da. In Deutschland ist schon dunkel. Da ist gerade 22 Uhr. Krass, in Deutschland ist schon 22 Uhr. gleich schon meine Bettgehzeit. Aber ich habe eben kurz ein Nickerchen gemacht. Auf jeden Fall gibt es hier ein Brot mit Käse, mit Emmentaler. Ich esse aber leider kein Käse, deswegen kriegt das gleich der Sinan. Dafür gibt es aber noch einen Milka-Nussriegel und einen Bauerjoghurt. Zwei Riegel? Ja, zwei esse ich jetzt nicht. Bob, esse jetzt zwei. Ich habe noch was von Lidl, kein Problem. Ja, auf jeden Fall, es sieht gut aus, aber ich mag halt keinen Käse. Ja. Eine Stunde 18 haben wir noch. Dina, wie war das Sandwich? Es war okay, aber das Brot war... entspricht nicht meinem deutschen Standard. Ich habe es ja nicht gegessen. Der Belag und so, das war gut, auch diese Karottensoße. Ja, aber es ist halt, also man kriegt halt nur keine Auswahl mehr. Man kriegt nur das Vegetarische, was ja beim Hauptgang auch in Ordnung war, aber Käse esse ich halt nicht. Das ist halt dann doof. Aber ich hatte noch was von Lidl und wir essen dann später noch was im Hotel. Also war jetzt nicht so dramatisch. Pizza will Brina essen. Was ich immer so faszinierend, ist mir schon im Januar aufgefallen bei dem Flug. Wir fliegen und fliegen und fliegen und in Deutschland ist dann schon 10:30 abends und es ist immer noch hell draußen. Es ist, man fliegt die ganze Zeit im Hellen und das finde ich tatsächlich sehr, sehr faszinierend, wenn man nach Orlando fliegt. Es wird einfach nicht dunkel. Ortszeit gerade in Orlando ist, glaube ich, 4:30, 4:30? 4:30. Steht da nicht. Ja, auf jeden Fall 6 Stunden zurück. Gleich sind wir dann noch im Landeanflug und dann sind wir in Amerika. Wir sind gerade aus dem Flugzeug ausgestiegen und da ist ein richtig cooler Flieger, ein Universal Harry Potter Flieger. Richtig cool. Ich war richtig und denke, komm, wir steigen in den wieder ein und fliegen weiter. Ich weiß gar nicht, was das für eine Airline ist. Goal? War richtig geil. Wir sind endlich in dieser bekannten Halle angekommen, im Terminal B. Da ist der Disney Shop und so. Warum es so lange gedauert hat, erzähle ich euch gleich, wenn wir im Bus sitzen. Das war eine dezente Katastrophe. Aber dazu gleich mehr. Jetzt gehen wir erstmal zum Bus. Ja, jetzt mal kurz zu der Story. Wir warten jetzt hier auf den Shuttle und es ist schon hot.
Ja, wir haben ja Sunshine Flyer gebucht als Shuttle vom Flughafen zum Resort und zurück. Es gibt ja zwei Varianten, Merz Connect oder Sunshine Flyer. Merz Connect habe ich im Januar getestet, lief auch alles super reibungslos. Und jetzt wollten wir Sunshine Flyer testen. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt am neuen Terminal gelandet, am neuen Terminal C. Ab 21. September fliegt Lufthansa zu Terminal C. Das heißt, wir sind da angekommen und waren erstmal lost, mussten jetzt zu Terminal B fahren. Das war ein Fußweg von 20 bis 30 Minuten mit Zug und so weiter, bis wir dann jetzt hier diesen Shuttle gefunden haben. Hier ist tatsächlich ein bisschen chaotisch. Hier stehen nämlich ganz viele Menschen. Oh, jetzt sind wir auch nicht sicher, ob wir tatsächlich den klassischen Bus bekommen, wofür ja Sunshine Flyer steht. Der ist ja so schön geprintet. Also wenn ihr tatsächlich demnächst mit Lufthansa fliegt, da würde ich euch Merz Connect empfehlen, weil da war tatsächlich der Terminal auch direkt in Terminal C, also der Schalter von Merz Connect, weil wir haben Follower getroffen und die saßen da und haben auf ihren Shuttle gewartet und wir mussten erstmal hier hingurken. Total verschwitzt, Zeit verloren, also auf jeden Fall Merz Connect, wenn ihr mit Lufthansa fliegt. Da seht ihr jetzt mal die Busse, wie die bemalt sind. Sehen halt aus wie ein Zug. Ist schon cool gemacht, aber ja, mal gespannt, wie schnell wir ankommen. Es ist mittlerweile, auf meiner Uhr steht noch halb zehn. Wir haben unser Zimmer gefunden, das ist hier hinten im All-Star Music Resort Building 8. Und es wird tatsächlich ein separates Video zum Hotel gehen, da werde ich euch das Zimmer auch im Detail zeigen. Generell ist es ein schönes Zimmer, sehr ähnlich zum Pop Century tatsächlich. Wenig Stauraum, aber ja, werden wir schon irgendwie wuppen. Jetzt gehen wir was essen. Kurz, ihr wolltet ja auch wissen, wie lange der Transfer gedauert hat. Wenn es die reine Fahrzeit vom Flughafen zu dem Hotel wäre, es eine halbe Stunde gewesen, aber der Shuttle hat noch mehrere Hotels angesteuert und wir waren einer der letzten. Deswegen hat es fast eine Stunde gedauert. Also 3 Stunden nach Ankunft in Orlando Flughafen sind wir dann auch hier angekommen mit allem drum und dran. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wir haben für den Shuttle $16 pro Person pro Strecke bezahlt. Und tatsächlich jetzt im Nachhinein würde ich auf jeden Fall den Merz Connect empfehlen. Das Entertainment war ein bisschen besser bei Merz Connect. Er hat auch gesagt, als wir durch dieses Schild gefahren sind bei Merz Connect letztes Mal, hier hat er mir gar nichts gesagt. Ja, noch was? Wir gehen jetzt was zu essen suchen und unsere Amazon Fresh Bestellung abholen und dann ist gefühlt duschen schon ins Bett. Duschen ins Bett, aber es ist trotzdem gefühlt dann schon 0 Uhr. Aber morgen haben wir ja einen entspannten Tag. Wollen in die Wasserparks und Minigolf spielen und zu Disney Springs. Hier ist ein schöner Brunnen. Ja, wir sind jetzt hier im Food Court. Ich habe mich fürs Beef entschieden mit Mashed Potatoes und Knoblauchbohnen. Die riechen sehr gut. Da gibt es eine riesen Pepperoni-Pizza. Ich glaube $19. Und wir haben uns jeder den Refill-Mug geholt. Kostet $20. Und während des gesamten Aufenthalts kann man sich so viel Getränke in allen Disney-Resorts auffüllen, wie man möchte. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, einige hat es auch interessiert, was wir bei Amazon Fresh bestellt haben. Wir haben hier so eine große Packung Chips bestellt, Capri-Sonne, hier so Snacks, Beef Jerky. Hast du gefunden? Ja. Nüsse. Wer hinten ist, hat die Augen aufzuhalten, Freundchen. Es tut mir leid, ich war auf der anderen Seite, ich habe es nicht gesehen. Brina hat ihre Schuhe verloren. Nein, der ist auf der anderen Seite sogar runtergefallen, weil ich genau gesehen habe, wo er gelegen hat. Okay, tut mir leid. Smoothie, Bananen, Kiwi, Coke Light. Meine Cola wurde irgendwie nicht geliefert. Irgendwie war sie wahrscheinlich, war ausverkauft anscheinend. Kommt mir auch sehr wenig vor. Ich muss jetzt gleich mal gucken. Wahrscheinlich war alles Mögliche ausverkauft, mal wieder. Das war tatsächlich ein Problem bei Amazon Fresh. Ja, ich verabschiede mich jetzt von dem Anreisevlog. Wir sind fast 24 Stunden auf den Beinen, todmüde, aber happy hier zu sein. Ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Morgen geht's dann nach Typhoon Lagoon. Und wahrscheinlich Minigolf spielen und am Abend noch ins Disney Springs. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!